Der Kreis der Heiler ist zurzeit, kann man sagen, der größte regelmäßig stattfindende Kreis für komplementäre Medizin und geistiges Heilen in Norddeutschland und speziell in Hamburg. Ich habe zusammen mit meiner hellsichtigen Frau diesen Kreis vor 3 Jahren gegründet, aus dem Wunsch oder dem Willen heraus, eine Plattform für komplementäre Medizin und geistiges Heilen zu schaffen. Gedanke ist die Vernetzung von Ideen, von Menschen, von Wissen. Die Zeiten verändern sich. Die Zeiten verändern sich zum Teil in einem sehr schnellen Tempo. Alte Grundsätze verändern sich. Wir können uns alle nur gegenseitig befruchten. Es ist ein, wenn man so will, freier Tummelplatz für alle Formen positiver Energien, die Heilung und Selbstheilung im Menschen anregen. Der Kreis der Heiler findet regelmäßig einmal im Monat statt. Ziel ist es immer, den mittigsten Mittwoch im Monat auszuwählen, ab 19 Uhr in der Margaretenstraße 43 im 5. Stock. Dies ist ein sehr schöner Studieraum. Wir machen das so als eine Art Soiree. Das heißt, wir sind alle sehr entspannt und versuchen, in einer sehr gediegenen Atmosphäre miteinander umzugehen. Es werden über neueste Themen referiert. Es können Patienten und Heiler sich vorstellen. Im zentralen Bereich, ein Zentralstück ist der Bereich der Heilung oder beziehungsweise es gibt die kostenlose Behandlung durch verschiedene Heiler und Therapeuten und natürlich eine abschließende Bewertung. Das alles ein bisschen aufgelockert durch Meditation, Lach-Yoga und verschiedene andere Aktivitäten. Wir sind offen, wir sind undogmatisch, wir favorisieren keine Religion, wir sind im Geiste liberal und frei und heißen jeden herzlich willkommen, dies mit uns zu sein.